Azazel fehlt noch Delirium und Mother. Sieh was? Versuchen wir den Mother-Kill mit Azazel. Ich meine, kommt schon so ein guter alter Azazel-Run. Da hat niemand was gegen einzuwenden. Auch wenn Azazel natürlich genervt wurde, aber ich denke, er ist immer noch relativ akzeptabel. Wahrscheinlich immer noch so ziemlich der stärkste Charakter im Spiel. Du kannst Brimstone einfach nicht genug nerven, damit Azazel nicht mehr gut sein wird. Es ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Ich meine, es wäre möglich, aber an dem Punkt müsste man Brimstone einfach aus dem Spiel nehmen. Warum nicht Jacob? Die beste Frage ist, warum Jacob? Heute lief alles die ganze Zeit mies. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, ob Jacob und Easton eine Überlegung wert wären. Dann dachte ich mir, nein. Es lief heute schon alles komplett fürchterlich. Lass mich jetzt nicht noch mit dem Charakter anfangen. Das wird nicht gut gehen. Setz mal Poop ein. Nein. Das ist ein schlechtes Item. Ich meine, Poop ist okay einzusetzen, aber ich denke, wenn man Boss Rush bekommen will, man verschwendet jedes Mal, wenn man Poop einsetzt, bestimmt 5 Sekunden, würde ich sagen. Und im Endeffekt ist es halt eine Menge Zeit, die man damit dann verliert. Was okay ist, wenn man das Beste aus seinem Run einfach nur machen will, aber wenn man Boss Rush erwischen will, nicht so gut. Dazu kommt, dass also hier kein Poop hat, aber das ist euch wahrscheinlich schon aufgefallen. Gemini ist okay. Ich meine, es ist nicht gut, aber es ist okay. Guppy-Item Nummer 1. Ich meine natürlich Gemini. Hey. Immerhin gibt er einen Soulheart, wenn man ihn besiegt. So weit, so gut, würde ich sagen. So weit, so gut. Oh, Azazel ist tatsächlich jemand aus der Bibel. Ich dachte mal, Azazel wäre im Endeffekt eine Eigenkreation. Dazu muss man auch sagen, ich bin nicht unbedingt der sicherste Ansprechpartner, wenn es um Bibelinhalte geht. Das mag jetzt erstmal ein Schock für euch sein. Jetzt, wo ich alles so schön für Weihnachten zurechtgemacht habe, aber ich lese nur ein oder zwei Mal pro Jahr in der Bibel. Das war eine Lüge. Ich habe nach der Schule nie wieder einen Blick in die Bibel geworfen. Ach! Was sind das für Items? Ich kann nicht sagen, was es für Items sind. Keine guten. Okay, Secret Room, komm schon. Dankeschön. Bleiben jetzt die zwei Hände. Was soll denn das? War das eine Lüge? Oh mein Gott. Oh, das funktioniert nicht bei Bossen. Ja, wieso? Das wird wahrscheinlich die Antwort sein. Ja, ich werde sterben. Ehrlich gesagt, ich bin tot. Um diesen Run von den Toten wieder zurückzuholen, werden wir uns Mühe geben müssen. Wisst ihr, was uns dabei helfen wird? Devil Deals.
Ups, das gibt keine Herzen. Yes! Okay, dann würde ich sagen, wir gehen da mal weiter. Oh Gott. Das ist so ein riskanter Guppy's Collar Play am Devil Deal. Das ist das Leben. Problem ist, wenn wir müssen jetzt weiter auf Devil Deals gehen. Ist wahrscheinlich nicht optimal, aber... Ich habe das Gefühl, der Run war ziemlich am Boden. Aber ja, das war eins der Devil Deal Damage Ups, das keine Herzen gibt. Sollte man nicht einfach so vergessen. Ich bräuchte einen Schlüssel. Spiel! Also einen Schlüssel für mich zufälligerweise. Kalkuliertes Risiko. Ich habe schon viele Dinge getan, deren Erfolgswahrscheinlichkeit geringer sind als das gerade. Dazu sei gesagt, mir war zu keinem Moment bewusst, dass ich Guppy's Collar bei mir habe. Das wird ein Fest. Oh nein, oh nein, nein! Oh mein Gott. Okay, das ist gut und schlecht gleichzeitig. Hauptsächlich ist es schlecht. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Mega Brimstone. Ach Gott. Ich brauche nur dringend irgendwas, das meine Feuerrate erhöht. Und zwar gewaltig. Oh mein Gott. Komm schon. Töte doch. Dankeschön. Oh mein Gott. Sie weiß, Gemini ist gerade unfassbar hilfreich. Gemini ist gerade so dermaßen hilfreich, um einfach die kleinen Gegner loszuwerden. Ich denke, ich werde noch in den Cursed Room reingehen. Kannst doch vorher... Oh, wenn ich vorher loslasse, habe ich... Oh mein Gott. Oh. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Gib mir Piggy Bank. Wenn ich Damage nehme, dann möchte ich aber auch dafür bezahlt werden. Oh, das ist so gut. Habe ich schon gesagt, dass das so gut ist? Jetzt Mutant Spider. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht so gerne irgendwas, das, noch meine Feuerrate ein bisschen, dass meine Feuerrate noch weiter senkt. Denn das wäre nicht gut. Warum rennt ihr vor mir weg? Wovor habt ihr Angst? Ist das, wovor ihr Angst habt? Warum treffe ich nicht? Ich meine das gerade überhaupt nicht. Mein fucking Gott. Okay, wir werden ein bisschen Zeit schinden in diesem Raum. Ich möchte jedes Mal in meinem Leben, in dem ich gesagt habe, oh, Guppy's Collar, das will ich nicht. Ich möchte das, ich möchte jedes einzelne Mal, mich dafür entschuldigen und das zurücknehmen. Denn oh mein fucking Gott. Ich glaube, wir haben keine Herzen mehr übrig. Aber ich denke, das ist fair. Ehrlich gesagt. Ich denke, das ist fair. Denn wir sollten zu 100% tot sein.
Den Raum mag ich gar nicht gerade. Okay. Tinted Rock! Tinted Rock! Shit, 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 shit! HP up. Tinted Rock. Oh, yes! Wir sind wieder im Spiel! Oh mein Gott. Ich denke, es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, dass ich nicht mehr im Spiel sein sollte. Aber wir sind es noch. Wir sind immer noch da. Oh mein Gott. Gibt's sonst noch was? Wir sollten schauen, dass ich noch ein Secret Room mitnehme. $0.15. War im Shop was für $0.15? Ich glaube nicht. Ich schaue trotzdem schnell nach. Guppy's Collar hat mich viel zu sehr gerettet in diesem Run. Viel zu sehr. Ja, hier ist nichts. Jetzt ein Cancer Trinket. Ich meine, alles, was meine Feuerrate erhöht, wird ziemlich gut. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall auch genug Bomben, um direkt in die Minen zu gehen. Will ich direkt in die Minen? Nicht wirklich. Aber ich denke, das spielt jetzt erstmal nicht die größte Rolle. Hier ist so oft ein Tinted Rock. Und immer dann, wenn man einen haben will, ist keiner da. Dazu muss man sagen, man will immer einen haben. Beziehungsweise ist immer nur dann da, wenn man keine Bombe hat. Außer von Julius 60, frischer Sub und Detronic 52 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ash Pit 100%. Was soll das denn? Ihr könnt es nicht einfach so jinxen. Das ist nicht cool. Ich weiß selber, dass immer Ash Pit kommt. Ich denke, da muss ich nicht allzu viel drüber nachdenken an dem Punkt. Entscheidung fiel mir dann doch ganz einfach. Wir nehmen Steam Sale und nehmen wir den... Ah ja, Steam Sale kostet 15. Nicht perfekt durchdacht, aber ich will den Trinket Smelter mitnehmen. Denn das Spacebar-Item, das ich im Moment habe, ich weiß nicht, in welcher Situation mir das jemals was bringen würde. Wir sind auf jeden Fall ziemlich gut auf den Mother-Kampf vorbereitet, soweit. Das, was mir noch fehlt, sind Leben. An der Front müssen wir definitiv noch ein bisschen... Shit. Shit, ich habe vergessen, dass das eine Sache ist in diesem Raum. Ich hatte es einfach komplett vergessen. Secret Room ist hier nirgends. Nein, da kann er auch nicht wirklich sein. Oh Gott, nicht ihr. Nein, nein, geht weg! Okay. Kein Deal für uns. Aber das ist okay, wir leben noch. Ich meine, fairerweise muss man sagen, es gibt auch nicht so viele Devil Deals, die ich aktuell mitnehmen könnte. Damage und Luck ab für das Glass Eye. Ich würde einfach mal sagen, damage-technisch stehen wir ziemlich gut da. Wenn ihr mir den Einwand erlaubt. Dagers? Oh, es ist sowieso Shit-Boss-Kampf. Warte, wo ist das? Oh, das Secret Room wird hier wahrscheinlich sein. Nein, ist er... Oh Gott, wieder ein komisches Secret Room. Wir nehmen noch den Cursed Room mit. Danach überlege ich, was ich von dem Boss halten will. Und ich
glaube, mit zwei Herzen finde ich ihn ziemlich mies, ehrlich gesagt. Oh, außerdem, ich wollte noch Trinket Smelter mitnehmen. Und ich sage, hier ist der Secret Room. Shit. Ja, genau, Trinket Smelter fehlt noch. Das ist mir auch gerade bewusst geworden. Ich hoffe, dass es eine gute Pille ist. One makes you small. Ist gut. Also. Wir gehen nochmal hoch. Die Sache ist, normalerweise ist das Trinket echt mies, aber... Es sollte meine Feuerrate und Range manchmal erhöhen können. Ich denke, mit dem Brimstone ist es okay. Oh, ihr seid die Bosse hier. Ja, das geht. Ich dachte, es wäre der nervige Boss von hier. Und nicht, das andere Stalos. Nein! Mein Fehler war, dass ich dachte, dass Gemini, die Fliege aufhalten wird. Ich weiß. Jetzt, wo ich es laut ausgesprochen habe, fällt mir auch auf, dass es sehr naiv war. Na gut. Nächste Runde setzen wir Dagas ein. Dann sind wir wieder zurück im Spiel. Oh, Gideon kann nicht von hinten betreten werden. Oh, verstehe, verstehe. Ergibt Sinn. Lass mich noch eine Secret Room Location versuchen. Nein, hier kann auch kein Secret Room sein. Okay, dann würde ich sagen, wir hauen ab. Ich gehe wieder nach Hause. Morgen ist noch online. Hey, wir sind gerade mal bei 4 Stunden. Dagas. Dagas. Ich hätte erst in den Cursed Room gehen sollen. Egal. Außerdem, wir haben die Minen bekommen. Danke. Danke. Ich meine, ich weiß nicht, was mir diese Ehre verschafft, aber Dankeschön. Random Soul Art im Feuer ist dann doch... Es passiert nur an Weihnachten. Und heute ist der erste Advent, das ist quasi Weihnachten. Ich brauche einen Schlüssel. Was? Ich will das Wunder nochmal geschehen lassen. Ja, gute Arbeit an der Stelle. Es sind 0,25 Weihnachten. Ja, yeah, zu 25% weihnachtlich. Oh mein Gott. Habt ihr das gerade gesehen? Das war mächtig. Der Typ ist nicht ganz so mächtig dagegen. Das ist so ein starker Brimstone. Wenn ich meine Leben halbwegs zusammenhalten kann, wird Mada so schnell down gehen. Ich muss nur halbwegs genug Leben dafür haben. Nicht mal übermäßig viel, einfach nur so ein bisschen genug. Keine Ahnung, was es macht, aber setzen wir es ein. Oh. Das ist ein bisschen genug. Bei Weihnachten ist Secret Room? Warum war das Secret Room Geräusch? Oh, weil ich auf den Schalter getrampelt bin. Natürlich. Verzeihung. Ich weiß nicht ganz, wie man Videospiele spielt, deswegen verwirren mich solche Dinge. Also, wir laden ganz auf. Und dann, oh. Komm mal her. Er ist nur kurz in den Brimstone reingestreift. Und er ist tot. Nein, 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 du bleibst da. Ja, du bleibst da. Bringt das was für uns? OMG OP? Ihr würdet also sagen, mehr ja als nein.
Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, aber wir werden sehen, wie es in der Praxis sein wird. Es ist ein leichtes Range-Up, aber gleichzeitig ist es auch ein leichtes Speed-Down. Tears-Down. Oh nein, ich kann auch früher loslassen. Warte, warum hat er jetzt gerade... Okay, ich kann scheinbar auch früher feuern. Seltsam. Nicht so begeistert, wie man hoffen würde. Siehst du die Aufladegeschwindigkeit? Habe ich gerade in dem Fluchtraum von Mother Soul Heart bekommen? Einfach dafür, dass ich da bin. Dazu muss ich sagen, das habe ich mir auch verdient. Der Abstand beeinflusst die Tiers. Meinst du, je näher ich dran bin, desto schneller wird es abgefeuert? Aber ja, ich denke, im Kampf gegen Bosse wird es unfassbar hilfreich sein. Steht mir nicht falsch. Das war auf jeden Fall eine dramatische Flucht soweit. Ich habe es gerade noch so überstanden. Oh ja. Je weiter es weg ist, desto länger lädt er auf. Das ist relativ interessant. Na, wir schauen hier noch rein. Ja, war es nicht wert. Boss Challenge Room können wir natürlich nicht mitnehmen. Ich würde aber nicht sagen, wir hauen ab. Oh, wir waren nicht im Goldraum. Ich habe natürlich nur an die Planetarium-Chance gedacht. Ihr müsst mir das verzeihen. Zählt Gemini zu Conjoined? Weiß das gerade jemand spontan? Nein? Okay. Dann nehmen wir das mit. Und wir haben lebende Tiers, was ziemlich stark ist. Vor allem mit dem Lachset von 2. Ich meine nämlich auch, dass Gemini nicht dazu. Dann wiederum, es könnte beides für mich sein. Ich bin immer verwirrt diesbezüglich. Ich habe so viele Bomben. Lass mich mal eben nach der Super Secret Room schauen. Ugh. Ugh. Au. Au. Zählt nicht dazu? Okay. Wir müssen noch ein bisschen aufpassen. Denn ich stehe lebenstechnisch nicht so gut da, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Aber ich glaube, das wird ziemlich stark. Ich muss nur lernen, wie ich Gegner treffe. Aber wenn ich Gegner erstmal treffen kann, dann ist es stark. Och, komm schon. Diese dummen Teile. Oh mein Gott. Ich stimme übrigens zu, dass es ein leichtes Range-Up ist. Big Chubby. Ja, wie wär's damit? Hey, ein Herz. Das können wir im Devil Deal aufgeben. Das werde ich dem Teufel offenbaren. Ah, da unten ist kein Secret Room. Oh mein Gott! Okay, wisst ihr was? Das ist extrem hilfreich. Muss ich an dem Punkt ganz klar sagen. Ich denke, damit werden wir Mother ohne allzu viele Probleme mit die Alpha Down bekommen. Hey!
spucke nicht meine Bomben weg. Das sind meine. Vor allem dadurch, dass ich noch diese komischen, dadurch, dass der Brimstone immer zurückkommt, das liegt an... Liegt das an dem Trinket? Also an dem Rainbow-Horn. Oder ist das generell mit dem Item eine Sache in Kombination mit Brimstone? Bin mir da nämlich gerade echt unsicher. Ne, sieht immer so aus. Okay. Sprech mich alles nicht an. Au. Der hinterhältige Scheißer. Haben wir den gesehen? Einfach aus dem Nichts. Gehen wir weiter. Sprengen wir den Automaten nicht auch noch in die Luft. Der könnte ein, nein, Moment, das ist ein kleiner Raum. Das heißt, hier kann kein Secret Room sein. Oh, oh. Oh Gott, ich nehme zu viel Schaden. Ich nehme viel zu viel Schaden. Ich sehe auch keine Tinted Rocks. Ist nicht gut. Beste Offensive bringt nichts, wenn man trotzdem keine Verteidigung hat, wie sich herausstellt. Oh mein Gott, das war so knapp. Lockdown. Balls of Steel! Es war echt dead mit dir, Trinket Smelter. Aber wir haben eine Balls of Steel Pille in der Rotation. Ich befürchte, ich muss mich da leider entscheiden für das richtige Item. Wir waren auch schon im Goldraum auf der Ebene. Gut, machen wir den Boss. Okay. Ich hätte echt gerne einen Devil Deal bekommen. Bringt das in die Luftspringer eigentlich was? Nicht wirklich, oder? Wenn wir schon dabei sind. Ich denke, ich werde noch schnell den Cursed Room mitnehmen. Guter Kampf. Ja, sie hat fast angegriffen. Gegen Mom wird es leider nicht ganz so gut laufen, aber wir werden sehen. Ja. Oh, Moment, ich habe ja. Moment, ich habe Shielded Tears, fällt mir gerade. Oh mein Gott. Warte, das ist eine Sache, die ich komplett vergessen habe. Haben wir deswegen keinen. Oh Gott. Haben wir deswegen keinen Angriff von ihr gesehen? Wegen den, Kann ein Trinket rausbekommen von ihr? Haben wir keine Tränen gesehen wegen meinem, Dingens? Wegen den Shielded Tears. Shielded Brimstone blockt nicht alle Tränen. Oh, das ist so cheap. Da bin ich enttäuscht. Das ist schwach. Schwaches Spiel. Secret Room. Ja oder nein? Wir machen's. Ich hätte mich echt gerne HP ab. Dankeschön. Ich hätte fast vergessen, dass ich Swallowed Penny habe. Ich denke, ich werde schnell den Trinket Smelter nochmal anwerfen. Das war übrigens eine gute Menge, die wir da gerade rausbekommen haben. Bin sehr zufrieden. HP-Up könnte nützlich sein. Ja, es ist schon allein deswegen nützlich, weil ich noch gerne in den Devil Deal schauen würde, dass ich einen mitnehmen kann. Aber mal schauen. Gehen wir weiter. Gehenna 2. Oh Gott. Nein, geh weg. Geh weg. Ich bin sehr fasziniert, wie ich diesen Raum geschafft habe, ohne Schaden zu nehmen. Okay.
Oh Gott, was ist denn, was ist dieser Raum? Wie soll ich denn einschätzen, was mich hier treffen kann und was nicht? Random D4, let's go. Ja, das wäre ein Traum. Oh Gott. Lebt noch hier? Oh Gott, die leben noch alle. Okay. I'm excited. Wenn ich das erste Mal, dass diese Pille dafür sorgt, dass ich gewaltigen Schaden nehme. Ja, mal schauen, wie es dieses Mal laufen wird. Erst hier werde ich schauen, dass ich noch ein bisschen Zeit totschlage. Ich denke, ich muss den Quest Room mitnehmen. Quest Rooms sind in diesem Run nicht so gut, kann das sein? Okay, was soll das? Ich dachte, die verschwinden. Das, was wahrscheinlich jeder denken würde. Denn warum sollten die nicht verschwinden? Das wäre ja schwachsinnig. Alles ist schnell. Oh ja, das Messer fliegt auch automatisch in die Richtung, sehe ich gerade. Random Spritzeneffekt. Kann eventuell bekommen. One makes you small. Schau ich an, wie winzig Azazel ist. Aber so klein wie er ist, so groß ist auch sein Brimstone. Nicht, dass das Sinn ergibt, aber dennoch. Und ja, okay. Das sind gerade alles so unangenehme Räume. Aber dadurch, dass ich fliegen kann, kann ich sie einfach alle cheesen. Ich würde gerne Balls of Steel Pille jähren, ehrlich gesagt. Oh Gott, ganz vorsichtig. Ich denke, das wird ziemlich hilfreich. Oh mein Gott. Was war das? Wir waren übrigens nicht erfolgreich, was das angeht, ein Tiersub zu bekommen. In diesem Run. Das ist ein bisschen ungünstig. Oh, fuck. Wir bekommen keinen Shop mehr. Das ist etwas schade. Ich glaube, die Stahlkugeln können nicht ausgehen, das stimmt. Ich dachte, dass es in dem Raum vielleicht anders wäre. Steht ihr? Ich dachte, ein einziges Mal wird es anders laufen. Mein niedrigster Stat ist scheinbar Shotspeed. Shotspeed bringt mir viel mit Azazel. Außerdem von Lucy Orange. 100 Bits. Vielen lieben Dank. Okay. Wir gehen hier runter. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott, ich hasse diesen Raum so sehr. Okay. Lockdown. Ebenfalls nicht ganz das, was ich gesucht habe. Ich habe mich dazu entschlossen, einfach den fettesten Brimstone dahinter zu feuern und zu sehen, was passiert. Doctor's Remote gibt den Schuss von sich, den ich mir wünsche, oder? Komme ich damit dann den Brimstone Dr. Fetus? Nein! In Repentance funktioniert einfach nichts mehr. Oh, shit. Macht das was? Nein, okay, schade. Ein bisschen. Manchmal. Aber hauptsächlich nicht. Unter anderen Umständen hätte das sehr interessant werden können.
aber nicht dieses Mal. Geld, ich habe keine Verwendung für euer sogenanntes Geld. Gut, dann, das Gefühl, ich wäre gern mit mehr Leben aus dieser Ebene rausgegangen. Aber gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass ich nicht so viele Möglichkeiten dafür hatte. Wie wäre es, wenn wir euch beide in die Luft sprengen? Yera. Okay, los geht's. Manchmal frage ich mich, ob ich mich, frage ich mich selbst, ob ich mich für derartiges Glück schämen sollte. Aber es ist, wie es ist. Ich habe es mir nicht so ausgesucht. Das Spiel hat es sich so ausgesucht. Sind beide bemerkenswert scheiße. Ich habe übrigens noch die Hoffnung, dass ich einen Devil Deal bekomme, an dem ich, oh Gott. Ja, dass ich einen Devil Deal bekomme, bei dem ich alle meine roten Herzen aufgeben werde. Falls ihr euch wundert. Ah, das war ziemlich stark. Falls ihr euch darüber wundert. Ich meine, man muss aber fairerweise auch sagen, negativ mitzunehmen hätte an dem Punkt auch echt nicht viel geändert. Oh Gott, da in der Ecke ist einer! Hab ich nicht gesehen! Ah. Den habe ich nicht gesehen. Warum habe ich gerade meine 33%ige Devil Deal Chance? Setz damit auf sich, Spiel. Oh Gott, eine Bombe. Weiter ist es gut. Walls of Steel. I'm excited. What makes you small? I'm excited. Nehmen wir erstmal Balls of Steel mit. Ich werde sie aufheben. Denn eventuell will ich sie erst vor dem Bosskampf einsetzen. Damit wir da das Maximum an Leben haben. Oh Gott. Oh Gott, das ging gut. Warum ging das gut? Der fucking Typ. Ist der Typ, dessen Existenz ich bei der Bosse-Tierlist vergessen habe. Ich weiß, ich bleibe jetzt hier oben stehen. Mir egal, was du machst. Ich bleib hier in Sicherheit. Pageant Boy! Es hat nicht mal sonderlich viele Münzen gegeben. Gott, ich bin so winzig. Ich weiß, dass hier irgendwo ein Funny Joke schlummert, aber ich werde ihn nicht aussprechen, ausnahmsweise. Oh mein Gott. Warum bekomme ich nur I'm Excited Pillen? One makes you larger. Fair. Something's wrong. Ich will keine I'm Excited Pille mehr. Naja, das war die volle Secret Room Ausbeute. Gehen wir weiter. Ja, ich habe auf jeden Fall an dem Punkt noch ein paar Münzen gebraucht. Erinnert euch doch, als ich meinte, ich hoffe immer noch darauf, dass ich an einem Devil Deal meine ganzen Leben loswerden kann. Ja, ich würde mich nicht mehr drauf verlassen. Dass das passieren wird. Wir schauen uns die, wir machen die Ebene erstmal noch weiter. Ich will natürlich, komm schon. Ich möchte ganz offensichtlich das Zeug mitnehmen. Beziehungsweise an dem Demon Judgment spielen. Wir müssen nur schauen, dass wir genug rote Herzen bekommen, um dann bei beim Kampf gegen Mother noch volle Herzen zu haben. Ansonsten wäre das äußerst ungünstig. Okay.
Wie es aussieht, sind wir schon direkt da. Also ging schnell. Super Secret Room hat. Springen wir beide weg. Okay, das ist gut. Das ist eine starke Ausbeute soweit. Oh hey, mehr Münzen. Ja doch, nehmen wir das in den Kampf mit. Der erhöht meinen Angriff, oder? Notfalls habe ich immer noch Guppy's Collar. Yeah. Das sollten wir nicht vergessen. Der erhöht meinen Angriff, richtig? Nicht viel, aber so ein kleines bisschen. Gut, ich würde sagen, lebenstechnisch... und er gibt natürlich noch ein halbes Soulheart. Lebenstechnisch stehen wir gut da. Vor allem nehme ich noch die Balls of Steel Pillar. Und dann würde ich sagen, rein geht's. Macht nicht ganz so viel Schaden, wie ich mir erhofft hatte. Aber es ist auch nicht wenig. Oh Gott. Ich bin nicht gut darin, in Phase 1 nicht getroffen zu werden. Oh mein fucking Gott. Wenn ich jetzt noch überleben will, dann wird es langsam schwer. Ich glaube, ich werde sterben. Ja, ich bin quasi tot. Das war jetzt nicht so guter. Ich meine, es war guter Damage, aber ich habe in Phase 1 einfach, ich wurde einfach von jedem einzelnen Angriff getroffen. Ich bin einfach keinem einzigen Angriff in Phase 1 ausgewichen. Das war das Problem daran.